Das Multimillionärpaar Gekeler macht die Stuttgarter City unsicher. 50.000 Euro haben sie auf ihrem Haushaltskonto. Gar nicht mal so einfach, die in 4 Wochen rauszuhauen. Boah, guck, die Schuhe, ja! Juhu! Schuhe, immer, warum bleibst du immer bei den Schuhen hängen gleich mal? Ist gleich langweilig. Die sind geil. Dann kannst du gleich so Gummi stellen. Ja, die sind cool. Die Gekelers sind in diesem Designer-Klamottenladen Stammkunden. Man ist beliebt, nicht nur wegen der offenen Art, auch wegen des offenen Portemonnaies. Gefällt mir auch da. Muss ich einfach mal vielleicht probieren. Schnuckiputz. Ha? Ah, ich muss Sonnenbrille ausziehen, Schatz. Du auch? Nee. Ist ja nichts. Das ist ja heutzutage auch. Oh mein Gott, ist die süß. Aha. Geil. Hi. Hey, die ist ja geil. Ja. Also ich bin ja auch von der Art überhaupt kein materialistischer Mensch. Ich brauche das ja auch nicht, die Designer-Zeug unbedingt. Boah, den brauche ich, hey. Hey, das passt perfekt zu mir. Ja, super, Mama. Hey, wie cool, das passt voll zu mir. Ja. Guck, und ich mache dann so. Und super, Mama, tatsächlich. Der ist von Forte dei Mani und kommt aus Forte dei Mani. Wenn man mehr Geld hat, ich finde schon, dass man ein bisschen einsamer ist. Weil viele sind dann schon neidisch oder eifersüchtig. Die wollen gern mein Leben haben oder so einen Mann haben wie ich. Auch wenn es um ein Emilio geht, so Mütter oder so kennenlernen im Kindergarten, da habe ich immer nur, das sind schon quasi Fans. Ja? Ja, mit den Stiefeln. Ja, aber die Stiefel ist geil. Schatzi, das ist, also ganz ehrlich. Mega. Ganz ehrlich. Mega, oder? Ja. Ja, das sieht gut aus. Also, Schnucki. Das ist cool. Die zwei und die Schuhe. Ja. Na? Finde ich gut. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ja, cool. So, dann gehen wir zahlen, oder? Kosten gar nichts. Viele wollen auch durch mich an den Olli rankommen, also dass sie irgendwas günstiger kriegen, Unterspritzungen oder sowas. Wenn du neue Freundschaften knüpfst, ja, wie ist derjenige drauf? Ja? Will der einfach vielleicht in deiner Sonne sich mitsonnen sozusagen? Ja? Oder ist es vielleicht dann ein wirklicher Freund? Es ist auch schwierig, dann sich da zu öffnen diesbezüglich, weil du gehst ja mit einer gewissen Voreingenommenheit rein. Ja. Ja, auch als Millionär ist man mal arm dran. Dennoch, durchschnittlich 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat sind für Designer-Klamotten drin. Dieser Mantel, der kostet 829. Mhm. Ist eigentlich ein wirkliches Schnäppchen. Ja, gell? Oder? So, also der Stiefel kostet 599. Olli, das macht dann 2.097 Euro. Ich habe schon oft zum Olli gesagt, wären wir normal, so wie jeder andere, in der Mittelschicht oder vielleicht in der unteren Mittelschicht, dann hätte man sicher einen riesen Freundeskreis. Ja, soll ich es dir abnehmen? Boah, die ist ganz schön schwer. Halt. Ja, sicher, deswegen, komm. Bitte. Nimm's dir ab. Vielen Dank, mein Schatz. Komm, gib mir einen Kuss. Ja. Danke, Baby. Sie haben vielleicht nicht viele Freunde, aber dafür unfassbar viele Euros. Zum Ende des Monats erlauben uns die Gekelers nochmal einen exklusiven Einblick auf ihr Haushaltskonto. In der Regel achten sie nicht darauf, was sie auf den Kopf hauen. Erleben sie jetzt eine Überraschung? So, Schatz, wir hatten ja ursprünglich unsere 50.000, bestehend aus 5.000 Influencer-Tätigkeit von dir und 45.000 aus Online-Shop und Praxis. Aha. Davon hatten wir zur Mitte des Monats noch 30.000. Genau. Und jetzt müssen wir gucken, was der Rest des Monats so gelaufen ist. Ja. Ja. Gut, fangen wir mal an. Das ist ja eh dein Part hauptsächlich, der erste Posten. Online-Shopping. Yes. Ja, also. Wie viel? Ja. 1.500 Euro. Das brauchst du jetzt nicht so sagen, bitte. Ja, 1.500 Euro Online-Shopping. Poolkosten, Nebenkosten vom Pool 600 Euro. Das weißt du wahrscheinlich gar im nicht. Monat, gell? Ja. Das ist ganz schön heftig. Ja, hast du nicht gewusst, ne? 400 Euro Autoreinigung. Geht ganz schön ins Geld, gell? Ja, wenn man so sieht, ja, ja. Aber wir sind da viel unterwegs und die Autos sind dann ständig schmutzig. Und der Emilio ist auch oft drin. Emilio ist schuld. Die Reifen, die wir gekauft haben, 2.200 Euro. Ja, ich habe gesagt, 2.000 Euro wird es ungefähr sein für einen Aston Martin. Ja. Dann haben wir 15.000 Euro übrig. Ende des Monats. Ende des Monats. Ja, ist doch gut. Ja.
Die knapp 15.000 Euro legt Oliver anderweitig an. Es gibt im nächsten Monat wieder eine dicke Finanzspritze, quasi als Booster. So, wir haben jetzt von 50 15 übrig. Ne? Das heißt, wir sind bei 35, ja. Die wir ausgegeben haben. Was sagst du jetzt? Findest du es jetzt wow, wie günstig oder wow, sind wir teuer? Heftig, teuer. Teuer, ne? Ja.